Es ist wirklich niemand vorbereitet. Maya hat noch nicht mal Kopfhörer angehüllt. Moment, 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 WhatsApp verschicken. Ich habe eine Story, die ich vorher noch nicht posten. Okay, ja, wirklich everything for the gram. Schaust du mal, wie viele Leute dein Instagram schauen? Und hast du so Leute, die du genau wissen willst, ob sie es sehen? Was glaubst du, was ist dann da? Die Antwort ist ja. Natürlich. Und nachher schaust du, bis sie die das gesehen haben. Und nachher lässt es weg. Nachher schaue ich, wer sonst noch geschaut hat. Ja, auf jeden Fall. Und ich schaue auch, wie schnell sie es geschaut haben. Und mich schießt es einmal an, wenn die Leute, wenn zum Beispiel Typen anschauen, ob ich ihre Story schaue. Nachher schaue ich einmal absichtlich ihre Stories nicht schauen. Oder mit meinem Fake-Account, den ich auf Instagram. Du hast einen Fake-Account? Natürlich nicht. Sicher nicht. Also was du willst, nicht, dass sie sehen, dass du ihre Stories siehst. Und darum tust du die extra nicht schauen, weil sie sich wundern. Genau, ja. Könnt ihr mir mal schnell erklären, was ist das für eine Währung? Also was sagt das über die Leute aus. Ich mache das auch. Ich tue noch eine Story. Okay, könnt ihr mir erklären, warum macht man das? Ich denke, sonst sehe ich so aus, als würde ich die ganze Zeit warten, bis eine neue Story kommt, was obviously so ist. Und dann schaue ich sie extra nicht. Schauen. Also wenn man so needy, also wenn man zu needy, zum Wissen, was jetzt die andere Person macht. Aber wenn die andere Person meine Story nicht schaut, bin ich so beleidigt. Oh, hör wirklich. Aber warum? Ja, weiss ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt nicht so direkt beantworten. Und du schaust gar nicht, wer das deine Story ist. Jetzt bin ich, wenn ich jetzt gerade reingeschraubt. Ja, ich kann gerade sagen, ich fühle mich leicht angegriffen. Und was auch passiert, ist, dass gewisse Leute dann schauen die Storys nach, sehen, oben hat man ja also die gleiche und dann rutschen die aber weg. Oder es ist ja dann nicht Schlimmste. Gleich. Das finde ich Schlimmste. Weil wenn du nicht genug schnell gehst, bei deiner Story schauen, ob jetzt da XY deine Story angeschaut hat, könnte es sein, dass er die Story angeschaut hat, aber er ist abgerutscht. Und dann musst du durchscrollen durch die tausend Leute. Ja, ja, dann wird es schlecht. Dann wird es schwierig, ja. Ja, es ist wirklich kompliziert. Scheiße, Mann, ich stelle mir euer Leben sehr anstrengend vor. Und ich nein, das man kann einfach auch daraus ablesen, dass wir nichts zu tun haben, wenn wir mit dem Zeit oder sehr, sehr needy sind und einfach die Aufmerksamkeit von Männern brauchen. Und sind ihr dann, wenn die Person, die ihr wollt, dass er seine Story anschaut, die Story nicht schaut, könnt ihr dann nachliefern? Also kommt man dann so unter Druck? Oh, nein, ich schicke sie dann einmal einfach direkt per Message. Machst du das wirklich? Nein. Weißt, ich weiss doch das nicht. Ich stell dir vor, wie absurd, dass ich einfach meine Storys die ganze Zeit noch als DM aber es wäre konsequent. Ja. Also falls jemand von mir eine Story bekommt, weiss er, was so, läuft. Hallo, Entschuldigung, ich habe gesehen, dass du die Story noch nicht gesehen hast, aber da die 24 Stunden schon vorbei sind, schicke es ich dir noch schnell. Vielleicht hast du sie verpasst, das war ein wichtiger Content. Will man dann das die Ex-Freunde-Story schauen? Auf jeden Fall. Meine Ex-Freunde hat angefangen, meine Storys zu schauen, ja. Ja, und er wird aus irgendwelchen Gründen zuoberst angezeigt. Ich weiss es darum, also ich tue das da jetzt öffentlich sagen, ich weiss es darum immer, dass du sie siehst. Ja, ich weiss nicht, ob meine Ex-Freunde, also nicht alle, ich weiss es nicht. Ich habe das Gefühl, dass die ein paar auch so ein Fake-Account haben und gehen gucken. Ja, gut. Wir reden heute wirklich überhaupt nicht über Instagram und Stories und das weißt du noch gar nicht. Vielleicht ist etwas doch von Instagram drin bei mir. Das stimmt, weil ihr seid vorbereitet. Wir reden nämlich über unsere Bucketlist, also über all die Sachen, die man im Leben unbedingt einmal erlebt hat. Schlagfertig und schonungslos. Das ist Zivadili Ring. Also wie genau? Ah, okay. Zivadili Ring. Der SRF-Talk mit der Maja Zivadinovic, der Gülşah Adili und der Ivan Eisenring. Zivadili Ring. Aha. Das ist die 52. Folge Zivadili Ring. Mein Name ist Ivan Eisenring und bei mir, vor mir, sitzen Maja Zivadinovic und Gülşah Adili. Genau, ja. Und jetzt fängt dann Advent an. Und meine Frage, Maja, hast du einen Adventskalender gemacht für deinen Sohn? Ja. Er ist noch nicht ganz fertig. Nicht nur für meinen Sohn. Ich habe ja auch noch für meinen Götti-Bub und dann noch für den Sohn von meiner anderen besten Freundin. Muss ich das auch machen für meinen Sohn? Und dann noch für meine Nichte. Ja. Mm. Für meine Nichte habe ich auch noch einen. Dort habe ich aber einen fertigen gekauft. Und jetzt, ich mache für alle einen und habe eben einen gekauft und alles. Finde es aber eigentlich so ein bisschen blöd. Aber für alle einen heisst das, du hast einfach so fertige Säckchen und in die Säckchen tust du befüllen mit Mauern und Schokobons. Eben, und das ist doch eigentlich genau das Problem, dass man eigentlich nur Schrott dort rein tut. Also so Zeugs, wo die Kinder irgendwie 5 Minuten lässig finden und nachher liegt es rum. Ja, darum mache ich keinen für mein Gottmädchen, weil ich will nicht, dass sie Schrott hat. Aber schau, darf ich dir einen Input geben? Mhm. Was du kannst machen, ist, du kannst wie so ein mega cooles Playmobil oder Lego-Teil kaufen, zerlegen und dann auf 25 Säckchen verpacken und am Schluss hat sie etwas Lässiges. Ah, wobei, letztes Jahr habe ich einen Föteli-Adventskalender gemacht und anscheinend hat er funktioniert. Super. Ich war in Buenos Aires und ich habe für sie, also für
mein Gottenkind und ihre Brüder einen gemacht. Mhm. Voll gut funktioniert, jeden Tag ins Abwechsel einen aufgemacht. Habe ich auch einen gemacht für meinen Neffe. Mhm. Er ist dort knapp 3. Mhm. Er hat an Tag 2 alle aufgemacht. Ja, ist klar. Ja, nicht funktioniert. Wirklich nicht funktioniert. Genug hoch aufhängen. Hast du einen Adventskalender bekommen? Ich habe immer Adventskalender gemacht für meinen noch damaligen Boyfriend. Wow. Jedes Jahr habe ich Sachen eingepackt, wirklich mir mega Mühe gegeben. Und wirklich nie einen zurückgekommen, wirklich in 5 Jahren Beziehung. Und dann in den letzten Jahr, im letzten Jahr von der Beziehung ist so ein Halbbatziger dann mal auch, also habe ich dann mal so einen Halbbatziger bekommen. Aber auch nur, weil ich es wirklich so gesagt habe. Also, wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass ich einen bekomme, ja, ich kann es irgendwie nicht so. Darum habe ich mich dann auch getrennt wegen dem Adventskalender. Ja, ist passiert. Aber ich habe für den Boyfriend, wenn ich beide so traurig sind, dass es den nicht mehr gibt. Und ja, ihr findet, ist das Nonplusultra für ihn. Habe ich auch immer Adventskalender gemacht, aber mit so richtigen Geschenken. Ich so ein Wochenende irgendwie dort. Ja, oder da. Mal, ich habe wirklich geliefert. Du hast ja voll viel Geld ausgegeben. Ich kann gerade wieder sagen, das stürzt sich. Ja, ja, aber er hat natürlich, weißt du, dann auch für Weihnachten so Postenläufe und so gemacht. Er hat natürlich dann schon, ist alles wieder zurückgekommen. Und nachher habe ich ihm auch eins gesagt, ich will auch einen. Und dann hat er irgendwie... Nein, es war gar nicht der Ex-Freund, sondern ein anderer. Und dann ist irgendwie einer gekommen, aber nur so bis Tag 12. Also hast du irgendwie... Ja, also, nachher war es vorbei gewesen. Ja, das ist jetzt auch der Grund, wieso wir nicht mit denen zusammen sind. Also, gut, wir reden heute nicht über den Adventskalender und wir werden vor allem zuerst noch eine Frage beantworten. Okay, cool. Die Antwort lautet 42. Genau. Liebe Yvonne, ich bin begeisterte Hörerin von Ziva Dillering. Ich habe folgende Frage an euch. Ich habe auf Tinder einen Isländer gematcht. Wie kann das sein? Er ist 2000 irgendwas Kilometer weit weg und wir beide haben kein Tinder-Gold-Abo. Da ich ein Island-Fan bin und mir überlege, mal ein Jahr dort zu leben, glaube ich nun fast an eine schicksalhafte Fügung. In ein paar Wochen haben wir das erste Date in Belgien. Oh mein Gott! Mir wurden nie Personen, die weiter weg sind, auf Tinder vorgeschlagen und wir waren nie in der Nähe voneinander. Soll ich nun glauben, das Universum hat uns gematcht und es ist etwas Spezielles oder ist es einfach ein normales Date? Also es ist ganz, ganz klar etwas sehr Spezielles, weil es wird jetzt der Fernbeziehung quasi angesteuert. Und es ist auch sehr, sehr speziell, dass überhaupt über nach einem Tinder-Match, dass da genug geschrieben worden ist, dass man sich auch treffen würde und da irgendwie die Reise auf Belgien auf sich nehmen. Also das ist sicher schon mal besonderig. Würde dir für das erste Date irgendwo so ja, weit? Ja. Haben das schon mal gemacht? Nein. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nein. Aber ich würde auf E, ja voll. Ja. Sicher, why not? Einfach so ein bisschen verrückt sein. Und einfach so als auch Entlastung und Entspannung. Ich habe am Burning Man eine Russin kennengelernt, die auch mit einem Isländer zusammen ist. Also sie hat eine Fernbeziehung von Russland auf Island und das funktioniert auch. Also wird Schweiz-Island auch funktionieren. Das also einfach mal so. Ich muss ganz ehrlich mal sagen, Island finde ich ja wirklich das absolut grossartigste Land. Ich habe dir gestern ein Video geschickt. Und zwar haben sie auf Island haben die Frauen gestreikt. Und ah, ja. Ich glaube, die ganze Population ist 370'000. Ich weiß nicht, ob die Zahl wirklich stimmt. Aber 100'000 Frauen sind auf die Straße gegangen, haben einen Tag lang alles niedergelegt. Mhm. Also, glaube ich, etwa jede, wenn man sich überlegt, 50-50. Mhm. Etwa jede Frau hat an dem Streik mitgemacht, weil sie wollen, Pay Gap, also Gender, also ja, Lohngleichheit ja, erreichen. Mhm. Und das hat mich so gerührt. Ja, mega. Ja, das ist sehr cool. Weißt du, dass das so krass dauert, dass so das dort zusammenhält? Und ja, darum, Island ist eh ein grossartiges Land. Ich bin mal dort reisen. Ich führe sofort Go for Island, wirklich. Und es ist, also, es ist, vermutlich ist das irgendwie ein Fehler gewesen vom Tinder-App. Ist jetzt vielleicht nicht das Universum, wo das die Finger im Spiel hat, aber trotzdem der würde ich mitnehmen, würde ich mitschicken, würde ich auf jeden Fall machen und am besten gerade die Zahnbürste und das Pyjama mitnehmen, dass man länger auch gerade in Belgien bleiben kann. Vielleicht ist ja das Date, weil die Frage ist, glaube ich, schon ein Zeitchen her reingekommen, vielleicht hat das Date schon stattgefunden, da kann man mir gerne schreiben, was passiert ist, wie das weitergegangen ist. Gerne ein Update. Sehr gerne. Wir reden heute über unsere und allgemein über die Bucketlist, also all die Sachen, die man will erleben, bevor man stirbt. Habt ihr, die erste Frage, habt ihr eine Bucketlist? Jetzt schon, im Zuge der Vorbereitung habe ich schon eine Bucketlist mir erstellt. Habt ihr keine gehabt? Nicht wirklich, nicht eine niedergeschriebene, aber schon eine lose, eine, die so im Kopf ja, geschrieben genau. Und du hast auch keine gehabt? Nein, ich habe keine physische gehabt, aber es war total cool, um sich damit auseinandersetzen, finde ich. Ich finde die Bucketlist. Hast du eine? Ich habe eine. Ja. Ich habe das angefangen, weil in New York, also ich habe das bis erstmal mit dem in Berührung gekommen, als ich länger auf New York bin, für das erste Mal, das war 2015
14, 15 gewesen. Und dann haben alle gesagt, so, ja, was ist auf deiner Bucketlist? Und ich dachte, spinnet ihr? Was ist mit euch los? Und es gibt vielleicht Leute, die nicht wissen, was Bucketlist ist. Das ist eine Liste, die man sich zusammenstellt mit Sachen, die man unbedingt noch möchte erleben im Leben. Und ich habe dann auch Bucketlist gegoogelt. Ich dachte, was gibt es für Inspirationsquellen, was man alles könnte und sollte machen. Und nachher habe ich herausgefunden, dass das auf Deutsch Löffelliste heisst. Löffelliste? Noch nie gehört. Finde ich noch komisch. Ja, also aber wieso? Hast du herausgefunden, wieso? Vielleicht bevor man den Löffel abgibt. Vielleicht gut. Unsere Produzentin nickt. Ist das die Antwort? Sie weiß nicht, aber sie glaubt es. Falls das jemand weiss, kann man uns auch schreiben. Also mehr interessiert das Update von Belgien. Aber wieso das Löffelliste heisst, finde ich auch spannend. Ich habe meine auf Englisch geschrieben, tatsächlich, weil ich in New York mit dem so quasi angefangen habe. Und wie gross ist deine Bucketlist? Ich sehe sie, glaube ich. Ist es die dort auf diesen farbigen Knöpfen? Das sind unsere Würfelfragen. Nein, ich habe sie im Handy rein. Okay. Findet ihr eine Bucketlist überhaupt etwas Sinnvolles oder etwas völlig gestört und so Amerikanisches? Ich finde es mega toll, weil dann tut man sich wirklich so auseinandersetzen mit was will ich noch. Und wenn du das mal mit dem, wenn du dich mit dem mal auseinandergesetzt hast und niedergeschrieben hast, dann nachher tust du das wie in Anführungszeichen manifestieren und kommst immer mal wieder auf die Idee, dass du da könntest das und das machen. Zum Beispiel Nordlichter anschauen, wenn das auf deiner Bucketlist ist, was bei mir ist. Und wenn du das mal aufgeschrieben hast, dann nachher dann kommt es einem eher in den Sinn und dann tust du vielleicht eher mal Norwegen buchen und siehst es halt wirklich mal mit irgendwie, hast noch ein paar Huskies vor der Schlitten gespannt und rennst denen Nordlichter entgegen. Und wenn du das nie dir überlegst und nie aufschreibst, kommt es dir auch nicht in den Sinn. Darum, ja. Bist du gleicher Meinung? Absolut 1:1 wäre das auch meine Antwort gewesen. Aber ihr habt ja beide keine gehabt. Ja, eben darum sind wir ja so froh, dass wir dich haben und dass wir jetzt eine haben müssen. Ganz dürfen. Genau. Niederschreiben. Und ich gebe sie jetzt nie mehr her. Gut, das steht bei euch drauf. Was steht bei euch zuoberst drauf? Ich will auf New York. Ich bin noch nie in New York gewesen und finde es selber wirklich unfassbar, dass ich das noch nie geschafft habe. Habe ich einfach so gute Werbung gemacht für dich? Nein, ich glaube, das ist einfach ein Ort, wo man gesehen haben und ich will den sehen. Ist Weihnachten geil? Mhm. Gell schon? Mhm. Völlig überlaufen. Mhm. Aber schön. Alles so lichtli, alles so kitschig. Ja. Wie man es aus dem Film kennt, aber es hat so viele Leute. Ich war einmal über Neujahr und habe es schon super gefunden, aber es hat wahnsinnig viele Leute. Hat es das nicht immer? Viele Leute? Ja. Doch, aber irgendwie verteilt sich es noch easy. Okay. Also, es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist. In Brooklyn ist es definitiv entspannter wie in Manhattan. Aber also in New York hat es schon viele Leute. Ja. Während der Pandemie ist das noch angenehm gewesen. Aber sind dafür alle so panisch gewesen und haben in New York haben tatsächlich alle zwei bis drei Masken übereinander gehabt. Geil! Zum Joggen, draussen, wirklich immer. Ah gut, sind sie und ich bin total für sie total der Freak mit einer. Weißt du, so irgendwie über die Brücke spaziert, bin ich mit einem so über die Brücke spaziert. Und ich hatte eine Maske gehabt und eine Panik gehabt. Es hat kein Mensch aus Seele gehabt, weil es war Pandemie. Mhm. Und eine Panik gehabt, dass ich mich jetzt anstecke. Mhm. Ja. Okay. Was ist bei dir auf Zoberstube, Yvonne? Ich habe nicht in dem Sinn Zoberstube. Ich habe auf dem Handy diese Liste. Und ich habe so Reisesachen drauf, wie eine ist irgendwie in den Dschungel, der Big Five gesehen, Antarktis. Und dann habe ich zum Beispiel auch, dass ich 2 Jahre fast durchgehend im Ausland lebe, weil jetzt ist es ja so 50-50. Und dann habe ich noch so Adrenalinsachen, wie so Bungee-Jumping. Und dann habe ich noch so ein persönliches Zeug. Mhm. Und das habe ich Angst, dass wenn ich jetzt das alles da erzähle, dass das dann nicht eintrifft. Wirklich? Ja. So wie das, wenn man beim Geburtstag am Kratos-Pass darf man den Wunsch nicht sagen, weil es ist nicht passiert. Ja. Was hast du zuoberst? Also zuoberst in Anführungszeichen, aber so weit oben ist so wieder verlieben. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ich würde wieder mal mich so Hals über Kopf verlieben. Das fände ich mega schön. Das würde ich jetzt mich gerne wieder mal reinschicken. Wann hast du dich das letzte Mal so voll verliebt? So verliebt letztes Mal war letztes Jahr am Burning Man. In der Belgien. Mögen wir da an den erinnern? Ja. Apropos Belgien, hä? Was ist mit dem passiert? Ja, immer habe ich lustigerweise das letzte wieder mal geschrieben. Weil der ist mir nicht aus dem Kopf gefallen. Aber was war dort das Problem gewesen? Er hat. Kein Kind wollen. Nein, er hat unbedingt Kind wollen. Ja. Er hat unbedingt Kind wollen. Und nachher haben die so wirklich ganz vernünftig erwachsen gesagt. Mir quasi die Hand geschüttelt und gesagt, ciao. Auf jeden Fall habe ich ihm letzte wieder geschrieben, vor ein paar Wochen, und dann gesagt, hallo, ich kann mich bei ihm melden, weil ich denke, wir kommen jetzt doch noch zusammen. Dann habe ich gefragt, wie es ihm geht. Dann war es wirklich so die zweite Nachricht von ihm. I met someone, I'm in love. Oh. Ui, hat es weh da? Ja, schon, ja.
Ich musste kurz leer schlucken. Ja. Ja, dann habe ich wieder Bumble aufgeschaltet. Was man halt so macht. Ja. Bist du jemand, der sich viel verliebt? Ich finde eben schon. Also ist es mein Eindruck? Nicht so ein «Ich finde schon», sondern wir können glaube hochoffiziell sagen, sie ist pausenlos und nie verliebt. Ja. Ja, das stimmt. Aber vielleicht tust du es auch anders, weißt, vielleicht tust du wie... Anders werten, glaube ja. Ich sage schnell mal, ich bin verliebt, glaube ich. Ich glaube, das sage ich schon mal noch schnell. Weil ich verliebt bin in eine Situation, verliebt bin in, keine Ahnung, in die Wimpern von einem Typ und nachher ist dann nach 2-3 Tagen wieder weg. Aber ja. Ja, die Wimpern ist wirklich auch... Das ist schon... Also die gehen da schnell aus. Wow. Bist du jemand, der viel verliebt ist, Maya? Ja, also ich sehe es. Also verknallt? Ja, schon aber sehr aber verliebt auch? Nein, also dort habe ich es schon nicht allzu oft gebracht. Aber so in Verknallt-Status habe ich es oft gebracht. Der ist ja auch geiler, nicht? Ja, weil er so nicht verletzt. Ja, weil es, so, es ist so crazy und es ist Hormon überall und es ist alles so nicht rational, sondern es ist einfach nur so, geil. Ist doch super. Was haben die sonst auf eurer Bucketlist? Ich muss schon das Handy ausstecken. Ich habe in dieser Zeit... Du hast sie wirklich abgeschrieben? Ich habe sie abgeschrieben, ja. Schreibst du auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch Sachen? Auf Hochdeutsch, ja. Ich schreibe noch viel so persönliches Zeug auf Englisch und ich frage mich auch, wieso. Ich habe auch so Einträge, ich habe so ein Büchlein, wo ich meine Sachen aufschreibe und dann ist das Englisch und dann lese ich das nochmal und denke ich so, who are you? Danke dann. Ah, lustig. Ja. Aber ich glaube, es passiert viel, weil ich das mache, wenn ich in New York bin und dann ist das wie näher... Es ist mir nicht ganz logisch, weil meine... Aber du datest auch viel auf Englisch, muss man sagen. Und dann ist wieso, das ist ja dann auch wie auch Emotionssprache für dich. Und dann yes, so Sachen... Ja, weißt du, was ich meine? Dass das quasi der Grund kann sein, weil du dich viel... Auch emotionale Gedanken musst quasi auf Englisch ausdrücken, dass dann das näher ist. I don't know. Yes. Ich habe auf der Bucketlist auch etwas, was nicht vernünftig ist. Aber ich würde so gerne im Alter wieder rauchen. Weißt du, einfach dann, wenn es wirklich nicht mehr so drauf ist. Oh, nein, jetzt. Maya! Spinnst du? Das ist easy. Nein. Weißt du, wie geil, dann hängst du so in der Altersresidenz draußen im Garten, hey, schlürfst irgendeinen schlechten Kaffee-Creme. Ich bin dagegen. Weißt du, dass 9 von 10 Schlaganfällen können verhindert werden, wenn man nicht raucht? Aber ich habe ja bis dann irgendwie für fast 40 Jahre nicht geraucht. Okay. Und dann denkst dann du so, ja. Dann Kontingent wieder aufgefüllt, jetzt kann ich. Okay. Und dann geht es ja sehr lang, bis ich den Körper so abfuck und dann bin ich eh schon tot. Also weißt du, ich rede so von gegen die 80. Okay. Oder so, komm easy, 75. Ja. Am 75. Geburtstag will ich wirklich. Was ist denn, so lässig? Rauchen ist schon geil. Das stinkt, macht deine Lungen kaputt, deine Herzen. Also, ja, hey, nein, look, ich bin ja mit dir. Und dann hast du so, weißt, so stinkige Hände. So, und ist doch also, egal, ich bin doch 75. Sollen hey, doch 75 bist du im Fall noch fit. Ja, eben darum mache ich mir ja dann das Leben geil. Und raucht, bin dann Genussraucherin. Willst du nicht dann anfangen, Alkohol zu trinken? Viel besser. Und dann hast du dafür, weißt du, so vollen Rausch. Und dann machst du, oder weißt du, irgendwie in so etwas, wo du LSD nehmen aufs Mal. Das habe ich auch auf der Bucketlist. Sehr gut, wirklich? Ja. Sehr gut. Aber das getraue ich mich ja nicht. Da muss ich... Wie alt willst du bei LSD sein? Ja, schon auch erst spät. Also weißt du, wenn es auch nicht mehr so drauf... Also das crazy Zeug mache ich am Schluss. Noch ganz also schnell. Wirklich? Also dein Sohn ist dann 35 und du wirst notabene dann irgendwie so ein... Wie sagt man denn? Wie kann man das jetzt ausdrücken? Eine Rockstar-Mom, die raucht und Drogen konsumiert. Substanzen konsumiert. Nein, also look, rauchen ja. Vielleicht, also weißt du, das kann man ihm dann zutrauen. Er ist 35, er wird können handeln, wenn seine Mutter im Altersheim raucht. Mhm. Vielleicht bin ich dann total cool deswegen. Und wenn nicht, dann nein, halt rauchen ist nicht cool. Ich glaube nicht, dass dein Sohn, der dann 35 ist, findet so, wow, hey, Mami, du bist so cool, dass du jetzt angefangen hast zu rauchen. Ich glaube, ich rauche ja dann selber auch. Ich hoffe es mega fest nicht. Oh, jetzt habe ich gedacht, du sagst, ich hoffe es mega fest nicht. Ja, ich auch. Nein, ja nicht. Aber und dann er so, hat ja dann das Leben noch vor sich und ich nicht. Das ist eben der grosse Unterschied. Ich tue ja das nicht ist, wenn du 110 wirst. Hey, schau, es ist Ihre Bucketlist. Jetzt lassen wir sie. Danke. Gell, jetzt lassen wir sie. Danke. Messi. Das sind dann 35 Jahre, sage ich nur. Ja. Was steht bei dir noch drauf? Habt ihr denn nichts Unvernünftiges auf dieser Bucketlist? Irgendwie nicht, ne? Ja, also ich finde zum Beispiel, also so Bungee-Jumpen finde ich auch dumm. Ich glaube, das ist mega schlecht für irgendwie die Wirbelsäule und
ich glaube, das ist schon nicht schlau, aber ich will das unbedingt mal machen. Und ich frage alle in meinem Umfeld, wer kommt mit mir mit? Und niemand will das. Wirklich? Willst du mit mir Bungee Jump? Nein. Oh. Ich habe nicht wirklich gar nie im ganzen Leben. Okay, gut. Ja, ist gut, ja. Auf meiner Bucketliste, ich habe gerade geschaut, was Unvernünftigste wäre, in Anführungszeichen. Und ich habe geschrieben, ich würde mega gerne mal eine fremde Hochzeit crashen. Hast du nie gemacht? Nein. Wo ich wirklich niemanden kenne und allein dort hingehe, mich schön anlegen und dann eine Hochzeit crashen. Das ist geil. Und dann noch einfach so versuchen, mich dort durchzuschlagen und so tun, als wäre ich Cousine vom Brutpaar. Ich überlege, ich habe das Gefühl, ich habe das 100% schon gemacht, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber dann hat sicher dich jemand mitgenommen. Das ist etwas anderes. Aber wirklich so allein gehen. Also du allein ganz, crashst? Ganz, ganz allein. Das ist aber sehr mutig. Aber das muss so passieren, du bist zufällig in einem Hotel wegen einem Business-Trip und dann ist gerade dann Hochzeit und du siehst es und gehst ins Hotelzimmer, leihst etwas Geiles an und gehst runter. Ganz so genau, so. Ja. Okay. So. Habt ihr eine Hochzeit auf eurer Bucketlist? Dass ich heirate? Mhm. Nein. Ich auch nicht. Ich habe tatsächlich auf meiner Bucketlist wear a wedding dress. Und zwar habe ich mir das so überlegt, ich muss ja nicht unbedingt heiraten. Es würde für mich auch funktionieren, wenn ich jetzt irgendwo in Statistin wäre in einem Film, wo ich eine Hochzeit spiele. Ah, okay, ja. Super. Ja. Weil ich bin ja nicht sicher, dass mit dem Heiraten ist ja, finde ich ja eigentlich sinnlos. Und nachher denke ich, aber ich habe ja so gerne Fester und finde das alles so lässig. Mhm. Es ist wirklich vergeben, wenn ich das mal nicht mache. Mhm. Aber so die ganze Institution Ehe habe ich ja sehr meine Zweifel. Aber es gibt ja wie nicht das eine oder andere. Also es gibt ja nicht das eine ohne das andere. Ja, verstehe ich. Heiratet lässt sich gerade wieder scheiden und bleibt dann gleich zusammen. Ja, das ist dann ein bisschen mühsam, du musst dann nicht heiraten. Du kannst einfach nur sagen, du heiratest, machst die ganze Zeremonie. Hey, ich war an einer Hochzeit, die dann gar nicht standesamtlich geheiratet. Eben. Dann hat die ganze Zeremonie, die ganze Plausche, ganz cool. Grund. Nein, ich finde, das macht das ist cool. Wieder ja, okay. Voll, ja. Sehr cool. Weil ich finde, dass nachher der Staat muss mein Namen eingetragen haben und wissen, mit wem ich wirklich wohne, schlafe, esse. Ja, finde ich auch. Ja, und ich bin nicht religiös, darum macht es auch keinen Sinn, irgendwo in eine Kirche hineinzugehen. Ja. Aber ja, das ist, ich möchte wissen, wie ich aussehe in meinem Hochzeitskleid. Ich habe das Gefühl, das ist ein Hit. Gut. Ja. Würdet ihr eine Darbietung machen an meiner Hochzeit? Ich würde mega gerne Zeremonie dann machen. Ui! Ich würde dann erzählen gerne mit PowerPoint natürlich. Wie du und ich, wir uns kennengelernt haben. Wie, ja, genau. Es wäre 80%, wie wir uns kennengelernt haben und 20%, wie du den Tom Hardy kennengelernt hast. Okay. Oder Trevor Noah wahrscheinlich. Ui! Ja. Okay, und also dann, wenn der Trevor noch dann, und ich all meine Zweifel über das Heiraten natürlich über Bord wäre. Dann wird geheiratet für immer und ewig. Dann bin ich wie du und sage, wir haben das kennengelernt, ich bin verlobt. Genau, und dann gibt es ein Couple-Tattoo ganz, bam, also, bam. Ja, wirklich, dann gibt es also das Klassischste vom Klassischsten mit allem, ja. Okay, also ja, aber es gibt dann vor allem eine Präsentation über dich und mich, sind ich schon. Ganz genau. Ich muss auch nicht so stier immer da aufs Bord reden. Gut. Dann habe ich auf meiner Bucketlist auch noch aufgeschrieben, dass ich all die grossen Filme und die grossen weltliterarischen Bücher möchte lesen möchte. Und wir wissen an dieser Stelle, not gonna happen, aber gut ist drauf. Ich habe es schon gesagt, wenn es drauf ist, dann denken wir mal eher dran. Genau, und ich finde, du hast vorne bei der Maya richtig gesagt, das ist deine Bucketlist. Absolut. Wenn Maya will rauchen und du willst Weltliteratur, du willst Kafka lesen, ist das okay. Okay, cool, danke vielmals. Ja. Das ist ja, ich denke, du musst ein bisschen Gegensteuer zu den unvernünftigen Sachen. Anscheinend, ja. Gut. Ich habe noch darauf, dass ich unbedingt mal Business Class fliege. Jetzt ist es so, ich habe das. Ich nehme das auch drauf. Sind die beiden noch nie Business Class? Nein, das ist es. Ich kann mir das nicht leisten. Und ich habe noch nie ein Upgrade bekommen. Und alle in meinem Umfeld haben schon mal eins bekommen. Mhm. Ich weiss wirklich nicht, was ich falsch mache. Ich habe in meinem letzten Flug, ich habe es sehr krass gefunden, bin ich mit der Swiss auf New York und die hat mich einfach so upgraded. Weil du die von Eisenring bist? Ja, also es hat nicht einen Grund gegeben. Ich habe einfach ein normales Ticket gekauft und nachher habe ich mein Ticket gezeigt und dann ist ein neues Zettel rausgekommen, wo ich in den Flüger reingelaufen bin in krass. Zürich. Und dann ist dort drauf gestanden, neuer Platz, also irgendwie Seat 7a und ich bin hüpfend in den Flüger rein. Ja, das mir macht das jetzt wirklich so ein bisschen hässig, weil mein ganzes Umfeld hat genau so Geschichten erlebt, ich nie. Ich glaube, ein Unterschied ist, dass ich alleine geflogen bin und du fliegst vielleicht selten allein. Ich bin fast schon viel allein geflogen. Ja, an dieser Stelle würde ich gerne alle Fluggesellschaften darauf aufmerksam machen, dass falls mal Maya Zivadinovic will fliegen, dass man sie bitte upgradet. Ja, danke. Das ist auf ihrer Bucketlist. Thank you. Ja. Oder du musst einfach so erfolgreich reich werden, damit du dir immer Business-Class-Flüger
Ja gut, also an alle Fluggesellschaften, bitte tun Maya mal upgraden. Hast du das auch auf der Bucketlist? Jetzt Business neuerdings Class? Schon, ja. Jetzt ist sie gerade neu dazu, oder First Class, was auch immer. First Class ist krass, ich meine, dort wirst du reingetragen. Bist du das auch schon geflogen? Nein. Mm-mm. Dort wirst du reingetragen. So für einen Senft, während der Luft zugefächert wird von Palmblättern, von halbnackten Sexgüttern. Ja, ich glaube schon. Und dann wird so, weißt du, von so eingegölten Männern werden so die Füße massiert und so. So stelle ich mir First Class vor. Gut, alle Fluggesellschaften, ich möchte gerne First Class fliegen. Gern. Mhm. Und dann würde ich, glaube, wenn ich am Zielort wieder ankomme, würde ich gleich wieder kehren. Ja, genau. Ja. Genau, was hast du noch drauf? Hey, danke für die Frage. Ich habe es mega toll gefunden, um die zu machen, um das alles auszufüllen. Und zwar habe ich auch noch aufgeschrieben, dass ich fest gerne eigentlich im Alter mehrere Wohnresidenzen hätte. Und zwar gerne Toskana, Sportsommer und Herbst und Costa Rica im Winter. Und während der Sommermonate würde ich in Europa sein. Und willst du jetzt für das reich werden oder reich... Heiraten. Oder? Du willst ja nicht heiraten, hast du vorhin gesagt. Gut, ich nehme es zurück, was ich gesagt habe, behaupte das Gegenteil. Mhm. Ich tue gerne einen reichen Mann heiraten, der gerne mir das alles ermöglicht. Mhm. Und also mit wer das ja Geld verdient, ist mir dann egal. Mhm. Der Feminismus geht wirklich einmal um die Ecke. Dort sind Augenklappen gross. Mhm. Solange ich in der Toskana rumhängen kann und Rotwein saufen, ist bei mir erstmal okay. Wir haben heute auf dem Weg dahin haben wir eine kurze Feminismusdiskussion gehabt. Ich habe gesagt, ich rege mich über mich auf. Wenn kommt eine Rechnung und nachher ist es so eine unangenehme Situation, das macht mich total, dann denke ich immer so, ich zahle es und ich mache lieber halbe. Und was ich aber bei mir erkannt habe, dass ich es hot finde, wenn die Rechnung schon zack weg ist und schon zahlt, bevor ich fliege. Dann habe ich gedacht, das ist schon auch irgendwie feministisch unkorrekt. Ja. Es geht mir gar nicht darum, dass er muss zahlen, aber dass ich gar nicht muss darüber nachdenken. Ja, genau. Und es geht aber ehrlich gesagt auch mit Freundinnen, wenn man mit Freundinnen unterwegs ist. Finde ich es aber auch geil, wenn jemand sagt, so, nein, das mal zahle ich. Ja, und dann wirklich insistiert. Ja. Nein, oder es einfach schon das macht. Ist ja, nicht genau. So blöde Diskussion. Das ist ein riesen Thema. Voll. Ja. Was ist bei dir drauf, Maya, noch? Ich will mal meinem Sohn und meinem Freund Serbien zeigen. Bin aber selber schon sehr, sehr lange nicht mehr dort gewesen. Ich muss dazu auch sagen, ich kenne es gar nicht so gut. Ich kenne einfach Zeiten entweder total ländlich Plumpsklo, Schlangen auf dem Plumpsklo oder Belgrad. Und ganz viel dazwischen kenne ich gar nicht. Also muss ich mich noch sehr gut darauf vorbereiten. Aber das steht ganz sicher auf meiner Bucketlist, dass ich, mein Sohn ist ein halber Serb. Muss man schon mal hingehen. Mhm. Bis wann willst du das machen? Also meine Nichte ist jetzt 8 und sie fragt sehr danach. Ich glaube, ich würde so spätestens ab dann, wenn er fragt und den Wunsch äußert, gehen wir. Etwas, was ich lange auf meiner Bucketlist hatte und konnte abkreuzeln, ist Klavier lernen. Mhm. Also ich hatte irgendwie darauf, dass ich Klavier spielen will. Ein Lied auswendig spielen. Ich habe mir das immer wieder mal vorgenommen. Habt ihr schon Sachen abhökeln? Ja, die besten Sachen, finde ich, habe ich schon abgehökelt. Schaut, ich habe nämlich auch abgehakt, Bucketlist. Mhm. Ins Blaue künden. Mhm. Wo hast du das gemacht? Wann hast du das gemacht? Fast jeden Job. Okay. Das macht einem schon fast ein bisschen süchtig. Gut. Allein wohnen, finde ich, ist auch so etwas, wo total lässig ist. Dann etwas Sexuelles, wo wir jetzt weitergehen. selbstständig sein. Lange Zeit Single sein, finde ich auch super. Und dann eben neu zu wohnen, wo es einen Stecken hat. Also entweder ein Haus oder eine Maisonette-Wohnung, habe ich jetzt. Und einen Roadtrip durch die Westküste Amerika mit einer Übernachtung im Pretty Woman Hotel. Okay, herzig. Ja, das ist das. Wo ist das? In L.A.? Am Rodeo Drive, ja. Aber ist das nicht so ein Abstieg? Oder? Nein, das ist gar kein Abstieg. Ah, das Schöne. Nein, der drin kostet ein Päckchen M&M's $19. Was ich nicht gewusst habe, bin ich reingekommen, als aufgerissen. Wann bist du drin? Hey, mega lang her. Das ist im Fall, ich habe das damals zu meinem 20. Geburtstag von meinem ersten Freund bekommen. Eine Übernachtung im Pretty Woman Hotel. Ui, das ist aber... Ui, ja, ich tue das sehr lässig. Auch drauf. Nein, ja. Ich tue das auf meine Weihnachtswunschliste. Machen die noch meine Weihnachtswunschliste? Nein. Habe ich das noch nicht, aber jetzt. Ja. Doch, das mache ich. Das mache ich so für die Liste machen. Was hast du schon können abhökeln? Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ich abgehökelt habe. Okay, was hast du noch drauf? Danke vielmals, dass du fragst. Zum Beispiel würde ich unbedingt mal gerne einen eigenen Wein rausbringen. Ah ja? Das ist ein Gülscher-Wein. Gülscher-Wein, wirklich mit meinem Namen drauf.
Gülschowino oder so. Gülschowino? Gülschowino, okay, ja. Und unbedingt eine scharfe Soße, weil ich liebe ja scharfes Essen. Und ich habe ja wirklich so, ich habe mega gerne scharfe Soßen. Gülschaspice, Gülschis. Nein, Achtung. Gülscharf. Oder? Gülscharf. Ja. Gülscharf ist gut. Gülscharf. Aber ja. Ich sage mit dem Ostschweizer eher, klingt es ein bisschen komisch, aber ja, Gülscharf. Okay, yes. Ja, gefällt mir. Mhm. Was hast du schon abgehakt? Ich habe abgehakt, in Buenos Aires mal sein. Ich habe das irgendwie wirklich schon lange drauf geschrieben, auch weit bevor ich mich beworben habe für die Kunstresidenz von Brillowitz. Dann einen Roman schreiben. Habe ich auch abgehakt, das habe ich auch schon lange drauf gehabt. Und durch Mexiko reisen. Und das ist etwas, wo ich weiß nicht, wieso dass ich auf der Bucketlist hatte, weil ich ja meine Zeit in Mexiko mega schwierig gefunden. Ja. Also man kann, ich glaube, es gibt dann schon auch Sachen, die dann überhaupt nicht so sind, wie das ist. Und etwas, wo ich so halbe, ich habe host eine TV-Show, das habe ich natürlich, ich habe das mehr anders gesehen, wie was ich jetzt gemacht habe. Ich habe das, glaube ich, sehr international gesehen. Und jetzt bin ich momentan mit dem Produzent für einen Podcast auf Englisch sind wir dran. Und das wäre natürlich schon auch, das steht schon auf der Bucketlist. Aber du hast ja schon einen englischen Podcast. Ja, den habe ich gemacht, Film Future. Aber das wäre, das ist so, ja, England und mit der Swiss Embassy in London und so. Yeah. Aber jetzt wäre es wirklich so ein richtiger in Amerika. Wurde geil! Ja. Yeah, oh, das ist gar nicht erzählt. Ja, das ist ja, also, das ist, läuft eigentlich schon, also, das läuft jetzt. Jetzt das ist ja wunderbar. Mit einem Produzenten. Und du kannst schon sagen, so ein bisschen was die Idee ist, Inhalt. Nein, so. Kann ich noch nicht so viel sagen. Nein, aber sobald, sagen. Okay. Sobald es steht und ich alles erzähle. Okay. Ja, dann, das ist schon so ein Wunsch, aber irgendwie auch etwas, wo ich glaube, wenn jetzt das nicht passiert in meinem Leben, denke ich so, ja, ich finde, wie so der Gump, der internationale Gump oder der Gump von Amerika, das ist schon, das Leben ist auch gut ohne. Voll, ja. 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 Was hast du noch drauf? Vielleicht mal einen Hund haben. Ich habe mal einen Hund gerettet und habe dann den... Aus einem brennenden Haus. Aus dem Gebüsch. Ja, nein, zum Fall wirklich ist das Hundebaby, ganz herzig. Oh, ist, warte jetzt mal schnell. Ja, Schmerzen. Ist verprügelt worden. Oh nein. Nein, Maya. Ja, eben, wirklich, hallo. Wie ist die Geschichte gegangen mit dem... Es hat ein Happy End. Welli, was war deine Geschichte mit dem Haustier? Die war auch schon so schlimm. Der Zitzentumor, wo ihr euch totgelacht habt. Ja. Ich es wundert, dass es den Podcast nur trotzdem noch gibt. Wie war die Zeit zuvor und du hast gesagt, es hat mich genommen. Ich bin jetzt emotional noch wie dem verschlagenen Hund. Ich bin gar nicht weiter dran, das macht mich fertig. Wieso ist es verschlagen worden? Es gibt ein Happy, that nobody knows. Ich bin einfach, ich bin in der Türkei gewesen, ich bin Reiseleiterin gewesen, bin an einem Gebüsch vorbeigelaufen, es hat aus dem Gebüsch raus gewimmerlet. Mm. Und ich habe reingeschaut und dann war dort das winzige Hundebaby mit einer ganz blutigen Schnauze und so. Ich habe das mitgenommen. Und das hat, aber als ich es dann nehmen wollte, hat es wirklich gebebt vor Schiss. Ist also lang gegangen. Irgendwann mal habe ich es genommen, zum Tierarzt gebracht. Der hat das 2 Wochen lang total aufpippelt. Hat es geimpft und gemacht und da. Und dann habe ich das Hündli mit heim genommen. Oh. Und während der Zeit, wo ich in der Türkei war, war das Hündli bei mir. Yeah. Der hat dann... Wie hat es geheißen? Rocky. Ja, weil er so stark war. Rocky Balboa. Ja. Genau, aus dem mega kleinen, herzigen Welpe ist ein riesiger Hund geworden. Das habe ich so nicht damit gerechnet. Ich weiss auch nicht, was das für eine Rasse war. Das war irgendeine Strassenmischung. Es war aber super gewesen. Ich habe ihn dann aber nicht mit in die Schweiz genommen, weil das wirklich nicht kompatibel gewesen wäre mit meinem Leben in der Schweiz. Ich habe ihn dann aber auf einen Bauernhof gegeben dort. Und er hat auch lange ein ganz glückliches Leben gehabt. Und ich glaube, ich könnte wieder einmal einen Hund haben. Das hätte ich niemals gedacht. Siehst du, an dieser Stelle ist jetzt mein Freund ausgestiegen. Oder ich komme jetzt gerade ein WhatsApp über, wo drin steht, nein, Ausrufezeichen. Vor allem, du hast ja so einen Putzfimmel. Wenn man einen Hund hat, muss man ja nicht einmal am Tag staubsaugen. Wir haben einen Garten. Einmal in der Minute. Ja. Einen Garten. Ja, look, würde er nicht ein Fisch noch ins Haus hineinkommen? Mal sicher. Mal, das hat ja der Rocky auch dürfen. Wie der Rocky. Mhm. Willst du mal ein Haustier? Auf gar keinen Fall. Wirklich. Nein. Und nein. Ich kann nicht einmal Verantwortung über mich nehmen. Aufnehmen. Nee. Ich weiß nicht mal, wie man es richtig sagt. So weit weg bin ich von Verantwortung. Darum nein, kein Haustier für mich. Nein, danke. So, irgendwas, so eine kleine Eidechse oder so.
Aber weißt du, das finde ich mega schön? Mitbewohnerin von der Lia, bei ihr bin ich immer auf dem Sofa. Sie hat einen Hund. Und dort habe ich wirklich so alle schönen Seiten, die man hat von einem Hund. Man kann ein bisschen kuscheln, man kann ein bisschen spielen. Es ist einfach so ein herziges Lebewesen, das noch da ist. Es ist einfach herzig, es freut sich, wenn du heimkommst. Aber ich habe keine Verantwortung. Ich muss nicht laufen, ich muss nicht den Gacki auflesen. Ich muss nicht füttern und daran denken, dass jetzt der Hund noch abgeholt werden muss und irgendwo angebracht werden. Sondern ich habe einfach so die guten Seiten. Das finde ich schon schön. Ich finde Hunde schon sehr, sehr toll. Katzen? No. Ja. Wirklich. Ja, ich bin auch anti-Katze. Nein. Ja, doch, Katze, nein. Ja. Na, Katze fände ich jetzt viel easier. Eieiei. Okay, was ist, sind bei dir noch die Sachen, die wir jetzt noch nicht... Vielleicht noch abrattern. Ja, was wir jetzt noch nicht haben. Wie lange haben wir denn noch Zeit im Podcast? Wie ist du dich wirklich abrattern? Nein, also musst nicht, wir haben nicht mehr so lange, aber du musst jetzt nicht doppelte Geschwindigkeit reden. Ich tue jetzt einfach mal noch sagen, was ich noch nicht gesagt habe. Allein reisen würde ich unbedingt. Mm. Nordlichter sehen würde ich unbedingt. Dann würde ich in einen Shaolin-Tempel für 6 Wochen, 2 Monate trainieren. Was ist das genau? Du kannst, wie so, du trainierst wirklich dann mit so Shaolin-Mönchen, tust du so Kampfsportarten und Sport, also weißt du, mit dem Stecken kämpfen und du machst die ganze Zeit Sport und bist so mega bei dir, du meditierst, machst noch Yoga und machst mega viel Sport. Wo macht man das? Wirklich in China. Wo genau, weiss ich nicht, aber ja. Dann würde ich wirklich ernsthaft, wenn ich auf meine Bucketlist genommen, würde ich gerne mit euch einmal einen Tantra-Workshop machen. Also ist da Ivo und Maya? Nein, mit euch. Ein Tantra-Workshop machen. Ja. Dann mein eigenes Format, weil ich habe einmal schon Format moderiert, auch in der Schweiz. Die sind aber nicht von A bis Z Mini-Format gewesen. Also ich würde mal ein Format von Null auf, wirklich von Grund auf konzipieren und dann realisieren. Dann auf meiner Bucketlist ist, dass ich mal in einer Alters-WG würd leben oder für immer in WGs. Dann ich würde unbedingt mal so eine ganz, ganz übertrieben strenge und viel zu lange und eine, wo ich mich schon nach 2 Stunden nerve, Velo- oder Wandertour machen. Und ich unterwegs bin vielleicht mit dem Pascal Fessler oder ich weiß auch nicht. Kannst du mit mir? Ich bin mit dem Velo von Zürich auf Marseille gefahren. Und du hast aber das Schlimmste gefunden, gell? Nein, ich habe das Beste gefunden. Und du hast aber, ja, im Nachhinein, aber währenddessen sind die unvorbereitet gewesen, kein gutes Velo und nichts. Aber wir haben es auch dann geil gefunden. Ja, eben. Darum habe ich auch das Gefühl, es ist streng und scheiße, aber ich würde es nicht machen. Dann im Ausland leben. Dann, das machst du ja. Ja, aber im Ausland, wo man kein Deutsch redet. Okay. Also nicht Berlin. Okay. Wo dann hast du schon bleibt? Ja, ich will auch gerne Amsterdam, fände ich mega schön, weil das einfach die hotten Männer mit den Dutz. Nein, das ist wirklich dein Typ, der dort umherläuft. Das ist in tausendfacher Ausführung. Ja. Und das Letzte, was ich auf der Bucketlist habe, ist, ich möchte auf einem Song mal gefeatured werden. Ich möchte mal das ganze berühmte Song, zum Beispiel Lo und Ledwig sagen, Gülşah, du kannst den Refrain singen. Also du willst nicht gefeatured werden, du willst singen. Genau, ich würde einfach singen. Ich würde ein Feature. Ich habe, ja, viele Leute können, also es wäre ein Lohnlück-Feed mit Gülşah. Dir. Tiny G wäre dann mein Künstlername. Tiny G. Genau. Tiny G. Und was wäre, also, okay. Ich soll jetzt erzähl mal singen, wenn ich will singen. 078 hat sie auch gesagt und dann hätte sie abgenommen. So etwas, weißt du, wie ich meine? Sie hätte das Telefon abgenommen, so, okay. So, gut. Ja. Ihr könntet sehr gerne noch würfeln. Okay, cool. Du darfst wieder Maya, gell? 9. Was hast du dir zuletzt gekauft, das über 100 Franken war? Soll ich antworten? Ich weiß es gerade. Es war bei mir ein Ticket auf Paris. Ticket hin und zurück, ein Zugticket mit der Wii-App. Und ich glaube, es war pro Weg 60 Franken gewesen. Aber es ist jetzt mehr ein Gegenstandfrage. Ich tue auch noch mal überlegen. Weil ich kaufe ja so wenig so Kleider, Schuhe, Sachen. Ich kaufe ich sehr selten. Also ich weiß es auch nicht genau, aber wenn, dann der letzte Gegenstand wäre vermutlich gewesen, ein Gegenstand? Vielleicht das Handy vor ein paar Jahren? Aber was denn? Für Kleider vielleicht noch? Ich kaufe keine Kleider. Du kaufst keine Kleider, ich kaufe Schuhe Kleider. Schuhe habe ich keine Kleider. Möbel. Ah ja, Möbel. Möbel. Ich habe ja den Kleiderkasten gekauft. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Monate her. Das war mehr als 100 Franken. Du, Maya? Ich habe schon auch Möbel. Wir sind kürzlich mal umgezogen und müssen eine Wohnung einrichten. Ja, Möbel. Habe ich dann nicht irgendwie eine Jacke und ein halbtags? So?
Halbtags habe ich auch gerade gekauft. Ja. Ja, haben wir wieder müssen zahlen, oder? Ist jetzt ja. Letztens gekommen. Ja, aber das ist nicht so ein Gegenstand. Ich habe wirklich wenig so Zeug. Ich muss überlegen, das kann es doch gar nicht sein. Oder irgendeine Jacke oder so, aber ich kaufe irgendeine Jacke. Doch, ich habe eine Jacke in New York gekauft. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Ganz so in so einem Secondhand-Job, aber ausnahmsweise wirklich, ich glaube, so ein Designerstück. Mhm. Und das war irgendwie 200 oder 300 Stutz. Mhm. Da habe ich gefunden, jetzt gönne ich mir mal etwas, oder? Voll. Heimgenommen, meine Schwester sagt, oh, ist die schön. Und nein. Dann hat sie 17 Mal gekauft. Oh nein, du hast sie ihr geschenkt. Einmal, ja. Einmal auch gehabt. Dann habe ich sie ihr gegeben. Dann hat sie gesagt, darf ich sie mal ausleihen? Ja, dann beim nächsten Mal habe ich gesagt, schau, ich kann sie haben. Ja, voll. Sie hat so halt, Freude gehabt. Du bist halt so. Du bist wie eine Balkan-Mama. Sie hat so Freude gehabt. Ja. Sie hat viel mehr Freude gehabt wie ich. Was soll ich machen? Ja, das gut, das ist die neueste Folge, die Dealerin war. Wenn ihr findet, wir müssen etwas von unserer Bucketlist aufnehmen, wo wir noch nicht drauf haben, schreibt uns oder schickt uns eure Bucketlist. Ihr könnt uns auch Fragen schicken oder Kompliment und Lob. Und wenn ihr den Podcast mögt, könnt ihr ihn sehr gerne sharen auf Social Media oder weiterempfehlen. Mach da noch ein Foto, kannst du noch ein bisschen lächeln. Genau. Ja, danke. Gut, ja. Mhm. Tschüss zusammen. Tschüss. Zivadilirin. Mit der Maja Zivadinovic, der Gülşah Adili und mir, der Yvonne Eisenring. Alle Folgen gibt es unter srf.ch/audio. Sounddesign Veronika Klaus. Produzentin Beatrice Gmünder. Angebotsverantwortung Anita Richter.